Sieht aber lecker aus und er riecht so gut. Ne zaman söyleriz bu cümleyi? Er sieht aber lecker aus und riecht so gut. Riechen ve stinken arasındaki farktan ben size bahsettim mi arkadaşlar? İkisi de kokmak anlamında. Bir ses verin bakayım, sesim geliyor mu? Problem Ben. yok mu? Tamam. Şimdi şurada kokmak anlamına gelen iki tane fiil var ama bunların farkı var. Kokmak. Yani riechen diyelim önce. Riechen. Güzel kokular için riechen kullanılır arkadaşlar. Die Blume riecht sehr gut, sehr schön. Gut kullanmak daha mantıklı. Görsel olanlar için sanki schön daha uygun. Güzel kokmak. Evet. Stinken ise ki argoda çok kullanılan bir ifadedir stink. Abartı kelimelere argoda dediğim gibi ich bin stinksauer, çok kızgınım mesela. Stinken kötü kokmak. Der WC stinkt de wirklich sehr schlecht. Niemand hat die Toilette geputzt. Zum Beispiel. Evet, bu da ekstra bilginiz olsun. Evet, weiter. Şunları da mavi yapalım, hatta daha iyi görünsün. Evet, birinci cümlemiz. Der sieht aber lecker aus und riecht so gut. Das ist aber ein schöner Blumenstrauß. Was bedeutet dieser Satz? Çok güzel bir çiçek değil mi? Evet. Es hat wirklich ausgezeichnet geschmeckt. O gerçekten olağanüstü derecede lezzetliydi. Lezzetliydi. Es ist schon spät. Artık geç oldu. Evet. Gern geschehen. Rica ederim. Bitte schönen, bitte schönen değişik bir versiyonu. Kommen Sie gut nach Hause. Güle 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 güle. gidin. Aynen, evet. Bizim Güle güle gidelim. misafirleri uğurladı misafir. Vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Misafirperverliğiniz için. Misafir. Evet. Teşekkürler. Çok Evet, teşekkürler. misafirperverlik. Teşekkür ederim. Şimdi bu cümleleri uygun şekilde boşluklara ausfüllen yapıyoruz. Şimdi bakın. Der Gast ist angekommen. Ja. Herzlich willkommen, Frau Stemmler. Kommen Sie rein. Guten Abend, Frau Hertel, bla bla bla. Was sagt man in so einer Situation? Vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Gastfreundschaft. Die sind für Sie. Oh. Das Das ist ist aber aber ein schöner Blumenstrauß. Ein schöner Blumenstrauß. Vielen Dank. Darf ich etwas von dem Rinderbraten anbieten? Ja, gern. Der sieht aber Der sieht lecker aus. aus. So gut. Und Und riecht so gut. Vielen Dank. Ich muss langsam gehen. Noch einmal herzlich Dank für die Einladung. es ist schon spät. Es ist schon spät. Gern geschehen und danke noch einmal, bla bla bla. Und es war ein schöner Abend. Es hat wirklich ausgezeichnet geschmeckt. Es hat wirklich ausgezeichnet geschmeckt. Danke, das freut mich. Kommen Sie gut nach Hause. Ja, alles richtig, prima. Şöyle bakalım tekrar. Richtig so. Übung 2. Schreiben Sie eine E-Mail. Sie waren bei Ihrer Geschäftspartnerin Frau Winter zum Essen eingeladen. Sie möchten sich noch einmal bedanken. Was hat Ihnen besonders gefallen? Sie möchten Frau Winter zum Essen einladen. Schreiben Sie zu allen drei Punkten und denken Sie an eine passende Anrede,
Und Grußform. Evet, bu bir sınav sorusu gibi düşünün. Ve yazmanız için gebe ich euch 5 bis 10 Minuten Zeit. Ich warte auf eure Aufsätze, auf eure E-Mails. Bitte schön.